kalt, es ist dunkel. Es ist dunkel, kalt geht so. Warum bist du dann hier draußen überhaupt? Weil jetzt Training ist. Was trainierst du denn heute? Wir machen, glaube ich, 2000er. Ich schaue halt mal, wie es mir geht. Okay. Dann laufe ich da mal ein bisschen mit. Ich muss den Niki fragen, was ich hier mache. Niki, wärmst du dich da gerade auch auf? Ja, ich habe mich so beeilt, das bin ich fertig. Aber die anderen noch nicht. Fertig. Auf geht's. Niki, sag mir mal lieber, was du hier im kalten und dunklen gerade machst, anstatt hier so doof rumzuhutzen. Wir heute mal unser Wintertrainingsspot. Da treffen wir uns jeden Mittwoch an der schönen Sportuni in Erlangen. Und an der schönen Laufkuh. Also, die Stimmung ist gut. Ja, sie ist ein bisschen kalt und trist immer, aber der Jörg sorgt für gute Stimmung. Und wir treffen uns hier, weil hier gibt es eine Finnbahn. Das ist der Untergrund für heute, oder was? Wieso heißt die Finnbahn, Fritz? Weil das in Finnland angefangen hat, damit zu laufen. Kann sein. Vielleicht. Ich weiß. Wir recherchieren das und liefern das nach. Von finnischen Läufern wurde die Bahn zum Ausdauertraining entwickelt, um eine gelenkschonende Alternative zum Laufen auf der Tartanbahn zu haben. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man hier sehr gut laufen, ne? Ja. Und so sein. Wir machen halt hier immer Ausdauertraining. Und nicht das so schnell. Viele Runden. Die Runde ist 500 Meter lang, geht hier so einmal rum. Und wir laufen heute 4 Runden. Also am Stück. Ungefähr 2000 Meter. Und das machen wir vielleicht 4-5 Mal. Wie schnell? Ja, kann man das schnell? Ist hier immer so eine Sache, ne? Ja. Wir wissen auch nicht genau, wie lang die Runde ist. Die ist wahrscheinlich ein bisschen länger als 500 Meter. Aber wir haben unsere Vergleichszeiten, ja. Und wir wollen halt so 3,15er, 3,20er Pace laufen. Ne? Guck sie halt erstmal an und kannst auch erstmal stehen. Das bin richtig. Also, Niki, mit das dem Licht. Ist es. Mit dem Licht. Ich bin's. Eben, wo es enger war, da kam mir gerade wer entgegen. Und dann, ja, also ich bin halt euch entgegengefahren auf der anderen Seite. Und dann wollte ich bremsen und dann habe ich gemerkt, die rechte Bremse geht nicht so ganz. Und die linke Hand war nicht frei. Und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Und dann wurde ich in der nächsten Runde nochmal ganz hart, wollte ich mich entschuldigen und dann hat sie mich voll angeschnauzt. War zu langsam. Wie war es, Nick? Ja, das passt auf jeden Fall. Die anderen laufen noch, was ist da los? Ja, die anderen laufen noch. Ich mache noch ein bisschen ruhig, kommen wir erst aus der Quarantäne. Ach, muss man noch nicht übertreiben. Der Alex ist platt. Überhaupt gelaufen, du wirkst noch so locker. Oh ne, von näher dran sieht das schon mal. Und der schwitzende Niki wieder. Sehr erwachsen durchgezogen. Erwachsen durchgezogen? Ja, sagt so. Man das so? Gleichmäßig. Vernünftig geblieben. Ohne jemanden abzuhängen. Keinen Wettkampf draus gemacht. Niemanden umzugrätschen. Aber trotzdem seid ihr ja weniger geworden. Ihr seid zu fünft am Anfang gewesen. Jetzt habe ich nur noch 3 gesehen. Das ist die einzige Einheit des Jahres, wo ich mehr als Nick mache.